Dem Bundeskriminalamt ist in kürzester Zeit die Festnahme eines Mannes gelungen, der seit Winter 2023 falsche 50-Euro-Banknoten in Wien verteilt hat. Der russisch-ukrainische Doppelstaatsbürger hatte es geschafft, 64 verfälschte Scheine in Umlauf zu bringen. Die ÖNB hat nämlich festgestellt, dass eine professionelle Charge von Geld von falschen 50ern in Wien im Umlauf ist und ausgegeben wird, und hat uns darüber informiert. Und wir haben uns dann sozusagen mit den Geschäften, wo dieses Geld ausgegeben worden ist, in Verbindung gesetzt und haben hier relativ rasche Ermittlungsansätze gewinnen können, die zur Ausforschung dieses Täters geführt hat. Bei dem Täter handelt es sich um einen ukrainisch-russischen Doppelstaatsbürger, der in Wien in einem Hotel gewohnt hat. Zuvor hat der Herr in Italien, Schweiz, Deutschland gewohnt und ist erst Mitte 2023 nach Österreich gekommen. Und wir haben ja dann innerhalb von einem Dreivierteljahr es geschafft, zu einem drauf zu kommen, dass er dieses Falschgeld in Österreich ausgibt, wo er sich aufhält und wer er ist, und konnten ihn festnehmen. Also in einem Dreivierteljahr Österreich ist er eingesperrt gewesen. Im März wurden dann eine Festnahmeanordnung und eine Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft Wien erwirkt. Und da staunten die Ermittler nicht schlecht, denn in den Räumlichkeiten fanden sie eine also eine Wildkatze, die der Mann illegal besessen hatte. Wie wir dann bei dem Herrn eingeschritten sind und die Festnahme vollzogen haben, im Hotelzimmer haben wir festgestellt, dass sich dieser Herr eine Wildkatze gehalten hat, eine asiatische Wildkatze, 16 Kilo schwer, und die hat uns genauso wie er nicht unbedingt freundlich empfangen, und wir haben ihr dann sozusagen auch Schönbrunn gebraucht, damit wir der Katze auch Herr geworden sind, ohne sie zu verletzen natürlich. Sein etwa 40 Jahre altes Herrchen wurde kurz nach seiner Festnahme wegen der Weitergabe und des Besitzes nachgemachten oder verfälschten Geldes in Untersuchungshaft genommen. Er bestreitet die Vorwürfe, so die Ermittler. Bei dem Verdächtigen wurde schlussendlich kein verfälschtes Geld mehr gefunden. Woher er es hatte, sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Fest steht, dass es sich um ursprünglich echte Banknoten handeln muss. Bei den Banknoten handelt es sich um ursprünglich echte Banknoten, die aus einem Raub oder aus einer Bankomatsprengung stammen dürften. Also wir haben hier Alarmfarbe drauf festgestellt. Diese Alarmfarbe ist mit professionellen Mitteln heruntergewaschen worden und das Geld ist dann sozusagen wieder abgecycelt worden. Also so, dass es wieder wie echtes Geld ausschaut, mit den Merkmalen, die beim Waschen runtergegangen sind, wieder ergänzt worden und ausgegeben worden. Man muss aber hier trotzdem betonen, das ist verfälschtes und gefälschtes Geld. Also wenn Geld einmal unbrauchbar gemacht worden ist und dann wieder abgecycelt wird, dann handelt es sich um eine Fälschung. Und die ist professionell durchgeführt worden in diesen Fällen. Also mir selber wird es wahrscheinlich passieren, dass ich das wenn es ein bisschen dunkler ist, relativ schnell übernehme, und dann kommt es in den Zahlungsverkehr. Gerade im Zahlungsverkehr können rasch falsche Geldscheine in Umlauf gebracht werden. Jede Banknote komme pro Jahr aber 2 bis 3 Mal zur Nationalbank und werde dort überprüft. So Martin Taborski von der österreichischen Nationalbank. Ja, das ist natürlich ein hochtechnisierter, automatisierter Prozess, wo wir in unseren großen Maschinen bis zu 50 Banknoten in der Sekunde prüfen. Aber natürlich an der Supermarktkasse muss man das ganz anders machen, und da bewähren sich noch immer die Prüfschritte fühlen, sehen, kippen. Der Strafrahmen bei der Weitergabe und beim Besitz nachgemachter oder verfälschter Scheine betrage 1 bis 10 Jahre Haft. 2023 wurden 27.000 gefälschte Geldscheine sichergestellt. 2022 waren es 32.000 Stück. Also ist generell der 50er ist sehr beliebt bei den Fälschern, aber auch der 20er und der 100er. Der Blick auf Österreich sei bei Geldfälschungen aber zu schmal, sagte Taborski. Schercher wünsche sich auch mehr Kooperation mit China, wo oft die Hologramme hergestellt werden. Denn da brauche es nicht die große Gelddruckmaschine, sondern da reicht schon ein Laserdrucker, vernünftiges Papier und Fälschungsmerkmale aus China. So Schercher.